Hallo, willkommen zu einem neuen Replay. Und zwar hatte ich heute ein interessantes Spiel gehabt. Genau, hier gegen Sunnyside. Ich sag's direkt vorweg, da kommt ein epischer Flammenwerfer. Der epischste Vulken, den ich wahrscheinlich je gesehen habe. Es war tatsächlich in der Beta eine relativ beliebte Strategie, den Vulken auf Schaden zu machen, dass der also auch richtig Schaden macht, ja. Aber ich habe das seit der Beta eigentlich nicht mehr gesehen und ich dachte, das wäre mal sehenswert hier. Genau, schauen wir uns das Ganze mal an. Gegner ist Elite gewesen. Naja, was erwartet man bei so einem Setup mit Elite? Ich hätte gedacht, dass das Kanonenfutter benutzt dann. Ja, so, man kann ja keine Level 1 sonst kaufen, und da sind die relativ kostbar, wenn die alle Modelltanks schon Level 1 sind. Das ist eine ganz gute Kombo für Elite, finde ich persönlich. Also eine gute Kombination. Ich wusste jetzt nicht, was der Gegner macht, deswegen habe ich einfach mal nicht so viel gemacht. Mich einfach mal breit aufgestellt. Wollte jetzt einfach mal hier vorne mit den Einheiten was versuchen. Mir noch ein bisschen am Rumexperimentieren. Und wenn es mein MMR ein bisschen niedrig, von daher kann ich mir einfach, ne, tun und machen und frei spielen und einfach wieder Sachen auszuprobieren. Das ist eigentlich ganz entspannt, muss man sagen. Frei nach dem Motto, wenn man dann will, kann man wieder aufsteigen. Also, das kann man sich ja da wiederholen irgendwann. Lieber hier trainieren, als wenn man aufgestiegen ist und dann wieder alles verlieren. Sonst muss man sich Smurf-Account machen und da habe ich auch keinen Bock drauf. So, auf jeden Fall hat der Gegner jetzt hier vorne sich einen Marksman geholt. Erste Runde ist so ein bisschen Schlagabtausch, das kennt ihr ja. Da muss man drauf anpassen. Ich habe jetzt rechts die Angst gehabt, dass er nochmal einen Marksman holt, dass es schon ein Marksman in Linie vielleicht wird. Und da bin ich mir nicht ganz sicher, was ich da jetzt holen sollte. Ja, normal einfach einen zweiten Arclight. Aber das wäre natürlich sehr gefährlich. Es gab Spielzeug. Für jeden was dabei. So, und der Gegner hatte sich, wenn ich mich richtig erinnere, jetzt für einen Rhino entschieden. Ist ja ein Level 2 Rhino dann, ne? Also ein Beast könnte man sagen. Ich bin heute wieder auf den Fängen gekommen, ja. Mach unendlich viele Fangs heute. Die kann man wirklich immer wieder ganz gut im Late Game auch gebrauchen. Die sind ja flexibel ausbaubar und sind ja Modelltanks, die mir jetzt gefehlt haben, ne? Das, um die Marksman-Schüsse abzufangen. Das scheint auch hier viel leicht zu klappen. Und ja, ansonsten auch, ne, ein bisschen Flanken decken, ein bisschen, wenn eine West bekommt. Solche Geschichten. Und später kann man halt dann die Upgrades vergeben und. Ihr kennt das ja. Ja, und da oben ist halt jetzt der Rhino. Level 2. Ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal ein Level 2 Rhino gesehen habe. Also Elite-Spieler mit Level 2 Rhino. Ungewöhnlich. Und von daher, wenn es überraschend ist, vielleicht auch gar nicht mal schlecht. So, die holen jetzt die Sniper-Schüsse ab. Da bin ich auch sehr glücklich gewesen drüber. Ich vermute mal, ich hätte die Panzer auch verkaufen können, ne? Weil die kosten 400 Punkte und machen gleich viel bis weniger als die Arclights, ne? Also wenn ich die verkauft hätte in zwei Runden, hätte dann nochmal eine Arclight dazu gepackt, dann wäre ich wahrscheinlich extrem besser gelaufen. heute noch ein bisschen müde. Von daher, also das müsste man eigentlich viel früher verkaufen, sowas. Dann sieht man ja am Setup, was da läuft, ne? Der holt ja keine Crawler Level 1 jetzt Level 2 dazu, das ist ja klar. Und selbst dann würde der Arclight das ja lösen. So, genau, also vom Aufbau. Ich habe hier vorne Giant, ne? Das heißt, ich habe jetzt auch mal überlegt, es muss das irgendwann mal ausspielen. Da kommt jetzt der nächste von denen. Ich habe schon vermutet, dass er jetzt hier gerade mit diesen Items kommt. Da habe ich fast schon mit gerechnet, dass er jetzt noch einen zweiten holt, die mit Item vergibt. Ne? So, jetzt habe ich mir gesagt, okay, jetzt nimmst du die Barrier und holst mal deinen ersten Giant rein. Ein Gegner macht jetzt hier eine Flanke, ne? Ein unbesiegbarer Dude, der reinläuft. Das habe ich mir fast schon gedacht, dass das links oder rechts passieren wird. Ja? Das hat mich jetzt nicht stark überrascht tatsächlich. Fangs freigeschaltet. Ich hätte zwischendurch überlegt, ob ich einen Hacker holen soll. Ich hätte wahrscheinlich auch normalen Hacker jetzt geholt. Aber weil ich halt Giant-Spezialist bin und die Barrier da war, waren das zwei Gründe, den zu holen. Aber normal wäre ein Hacker auch nicht schlecht gewesen, ne? Dann hätte ich den holen können und hier links hätte sich vielleicht dann auch gelohnt nachher. Naja, die muss ich immer noch verkaufen. Ich denke, dass das ein Fehler ist, die beizubehalten. Die erfüllen ja keinen Zweck, ne? Keinen echten. Die tanken nicht sinnvoll dagegen und die schießen noch nicht sinnvoller ab, als die da, die halb so teuer sind. Also von daher sind die eigentlich Geldverschwendung auf der Map. Also normal würde ich keinen Melting Point bisher geholt haben gegen Rhino. Ich finde das ein bisschen überteuert dafür. Man kann es dann auch mit dem Hacker auch übernehmen und drüber ziehen. Ne? Also da halte ich mehr von. Aber jetzt hier, ne, Barrier und so, dann hat man direkt alles auf einmal. So, da kommt der Kamerad. Natürlich fies jetzt hier. So, jetzt erstmal das Back-Kleinvieh kaputt gemacht. Jetzt ist der Laserstrahl mit dem Kleinvieh da oben beschäftigt und der hackt sich jetzt durch die Armee durch.
und tot. Und ich glaube, die Spreu vom Weizen trennt sich jetzt da, wenn man also Sachen hat, entweder diese Einheit, dieser Rhino, entweder supportet ihr ihn so, dass er funktioniert, oder er verkauft ihn. Ne? Ich glaube, da, das muss man einfach, eins von beiden muss man machen, da gibt es keinen Weg dran vorbei. Gerade jetzt hat er auch ein bisschen Zeit, weil ich muss mich um den Dude links kümmern, der mein Headquarter sniped. Ne? Und ich mache jetzt mal was sehr Außergewöhnliches, weil ich sage ja, ich bin ein bisschen, also der hat jetzt 2000 MMR zwar gehabt, aber ich wollte trotzdem heute ein bisschen ausprobieren. Und auch die nächsten Tage wieder. Und ich mache jetzt was, was eher ungewöhnlich ist. Ich werde jetzt gleich den Multishot hier rausgeben, ja. Der macht nämlich wirklich weniger Schaden. Der klaut euch nur die Reichweite. Dafür schießt er in alle Richtungen. Und tatsächlich war das auch nicht getrollt, sondern ich habe jetzt überlegt, dass der vielleicht mit, jetzt kommt der Vulcan. Ich habe jetzt überlegt, wenn der da so steht, da oben und da unten und die Level 2 ne, und so weiter, dass er hingeht, und jetzt war das Schild hier auch noch zu im Angebot, was ja eigentlich auch für einen Rhino gut ist, dass jetzt hier vorne mehrere von denen auftauchen, ne? Und dann solltet ihr jetzt mit Multishot mehrere gleichzeitig töten. Das ist natürlich jetzt voll daneben gegangen. Ja, der da oben ist jetzt weg. Und da kommt keine Rhino-Armee, mit der ich stark gerechnet habe. Hätte ich auch hier mit dem Rhino im Beacon laufen können, hätte das auch noch nice gewesen wahrscheinlich, also wenn er dann hinter dem gelaufen wäre. Also das war jetzt sehr unangenehm. Und jetzt hat er einen Level 2 Vulcan sich geholt. Also ich weiß nicht, wenn ich das letzte Mal einen Elite-Spieler gesehen habe, der dicke Monster kauft, das sieht man ja dann auch recht selten. Wie gesagt, der macht minimal weniger Schaden, der 5er Straße und Reichweitenproblem, und in der Ecke ist das ja kein Problem. Und da war das da okay, aber es wäre schön gewesen, wenn mehr gekommen wären. Und jetzt hat er natürlich den da oben rechts verkauft, was bedeutet, dass er den da unten links ebenfalls verkaufen wird. Ne? So sicher wie das Abend der Kirche. Ist natürlich dumm. Da kann ich die Frontline hier mit dem wegfegen, ja. Aber alles gleichzeitig töten. Und mit dem Schild tankt man noch ein bisschen. Aber der macht hier eine Menge Schaden, der Dude. Ne? Also das ist vom Flammenwerfer gar nicht mal zu unterschätzen. Und wenn er noch ein Damage-Item vielleicht bekommt, dann ist es besonders unangenehm. Ja, also mit dem Nahkampf gerechnet und ist jetzt kein Nahkampf. Das ist für mich tatsächlich ein Problem gewesen. Man sollte wahrscheinlich warten, bis der Gegner committed hat, ja? Also wenn er da mehr als eine Einheit hat, dann kann er ja nicht einfach ohne Probleme die da wegräumen, ne? Und dann solltet ihr committen auf Short Range. Das habe ich jetzt aber zu früh gemacht. Sicher ein taktischer Fehler. Ja klar, also die meisten Spieler, die ein bisschen höheres Elo sind, nehmen immer diese Fähigkeiten, gerade bei Runde so 5, ne? Um einfach eine Runde extra zu gewinnen. Also Spawn, ganz, ganz beliebt, muss man eigentlich fast immer mit rechnen. So, und jetzt hat er hier links den ebenfalls verkauft, sodass der eigentlich hier umsonst ist. Hier rechts der ist umsonst, ne? Meine Panzer sind umsonst. Also der Verkaufsknopf hätte eigentlich schon vor Runden kommen müssen. Aber spätestens jetzt muss er eigentlich kommen, damit diese ganze Mist hier halt weggeht, ne? Also das, da wusste ich so nicht, dass er weg ist, kann man mit rechnen. Da wusste ich es ja. Und die hätten sowieso weggemusst. Also der Verkaufsknopf viel zu spät in der Runde. So, Gegner hat sich jetzt hier für Flammenwerfer mit Reichweite entschieden, weil die eben auch guten Schaden machen. Ich mache jetzt alles in der falschen Reihenfolge. Ich habe jetzt noch einen Kredit gemacht und dann verkaufe ich. Oh Gott. Das war dieser heutige Tag, wo ich 3 Stunden geschlafen habe. Also gestern 3 Stunden. Aber naja, das kann man sicher ein bisschen optimaler machen. Genau. Jetzt stelle ich die Dudes nach vorne. Mit dem Handschuh zusammen. Ne? In Hoffnung, dass sie hier alles kaputt bolzen. So, jetzt habe ich den rechts verkauft. Dann haben wir noch eine Beria über, die an die Front stellen können. Ich glaube, ich mache gleich nochmal einen Fehler. Boah, sehen wir dann nachher. Jetzt habe ich einen Panzer geholt, weil hier rechts dachte ich, braucht der trotzdem noch Support. Ne? Aber nicht den dicken, sondern den kleinen, der reicht. Ich musste halt hier, genau, hier ein bisschen räumen. Da wusste ich noch nichts von dem. Eine sehr komische Runde für mich, wo ich gekauft habe. Aber die kleine Scheiße da unten kriege ich. So, jetzt hat er hier seinen Flammenwerfer. Der hält jetzt die ganze Zeit hier drauf. Und der schmilzt so langsam dahin, mein Dude. Dafür kommen wir jetzt die Fäuste da raus, ne? Leider sind halt Kleinviecher davor, so ich da nicht wirklich was rausbekomme. Zack. Ich meine, schon nett, wenn die schnell sterben, ne? Keine Frage. Aber dafür habe ich ja die Arclights. Der hat hier einen M-Schuss, ne? Wenn man möchte. Also da muss man aufpassen. Das haben wir auch schon bewusst, dass das eine Gefahr ist, habe ich vorher gesehen. War ich aber bereit einzugehen, weil der will ja eigentlich Reichweite und Schaden und all so ein Zeugs machen, ne? Und der Handschuh kostet weniger als der M, dann habe ich immer noch was gewonnen am Schluss. Genau. Der Melting Point mit seinem Schutzschild, der gibt sich noch Mühe. Der fräst sich da durch. Na, und jetzt kann man gegen Flammenwerfer bestehen. Das Problem ist vielleicht der Marksman hier.
Hab halt auch keine Reichweite auf dem, ne? Und da röstet der dahin. Also Level 2 Vulken mit Flammenreichweite sollte man nicht unterschätzen. So, Giant Hunter, der wollte wohl ein bisschen Geld machen. Und ich habe Haste geholt, weil ich wollte jetzt die Dinger hier spammen, habe ich mir überlegt. Um gut Schaden zu machen. Ich weiß nicht, warum ich den aufgelevelt habe. Ich glaube, mein kleines Gehirn hat gedacht, dass das nicht Barrier ist, sondern hier, also nicht die Barrier vom Item, sondern die Barrier wäre, obwohl der das ja nicht hat. Ich sage, mein Gehirn war vollständig aus heute. So, ich habe den links verkauft, weil ich keine Bedeutung mehr sehe. Und das Item konnte ich ihm übergeben, damit der noch tankier wird. Und da kommt der nächste Kamerad und er kriegt dann das Item. Das sind schon Biester, ne? Wenn die jetzt jeder ein Item haben. Normal würde ich die auch nicht so an die Front stellen. Ist eigentlich besser, ihn ein Stück zurückzustellen, wenn man auch noch die Option hat, was davor zu stellen, finde ich persönlich. So, jetzt haben wir aber mehrere von den Biestern. Er ist auch fleißig am Verkaufen, der Gegner. Jetzt wird eine Party in der Mitte. Ja, da sieht man auch den Fang mit dem Schild. Ne? Das heißt, wenn der Schuss rauskommt, dann ist der nur das Schild weg. Also, das macht er eigentlich ziemlich gut hier vorne mit der Konter. Nicht umsonst 2000 MMR oder was Funny war. Trotzdem, die große Gefahr ist, wenn der Gegner eine Fortress-Armee aufbaut, der kriegt eine Menge Wert raus über den Spielverlauf. Da muss man extrem aufpassen. Jetzt hat er natürlich einen Giant Hunter, um das ein bisschen zu kontern, ne? Keine Frage. Also, angenehm ist jetzt nicht. Und dann hat er natürlich Elite, was auch Late Game ist. Das gleicht das alles ein Stück weit aus. Jetzt kommen die ganzen Schüsse, aber die gehen dann in die Schilde, dann stehen die immer noch im Weg, ne? Die Arclights, die bräuchten mal langsam Reichweite, um das Kleinvieh schneller wegzuräumen, glaube ich. Aber es gehen immer wieder Schüsse hier rein, ne? Von allen Seiten. Also, ihr könnt das ja so ausrechnen: Wenn das vier Monster sind, die acht Schüsse abgeben, dann sind acht Leute von dem gewonshottet. Wer es in der Schild hat, sind vier gewonshottet. Das ist die gesamte Frontlinie des Gegners. Ne? Also, man darf das nicht unterschätzen. Man braucht da, glaube ich, immer den M-Schuss. Da führt kein Weg dran vorbei. 100.000 Schaden hat der gemacht. Der röstet alles. Das ist halt ein Biest, ne? Ein Biest ist das. Huch. Aber Headquarter war weg. Ja, also diese M-Schüsse, die, ne, das sind einfach 8 M-Schüsse, oder nicht M-Schüsse, also 8 von diesen Handschuhen. Das ist schon brutal. Speed habe ich überlegt, kurz zu nehmen, aber Enhancement-Modul spart mir halt 200 Punkte, ne, bei dem einen hier. So, und jetzt hat er den Flammenwerfer auch dick gemacht. Level 3 Flammenwerfer, ja, mit Reichweite. Das ist jetzt ein absolutes Biest. Seit der Beta habe ich das nicht mehr gesehen, dass das einer spielt. Also das war wirklich in der Beta relativ, ja, beliebt will ich nicht sagen, man hat es ab und an mal gesehen, ne? Es war auf jeden Fall vorhanden. Ja, für mich war eigentlich schon klar, dass jetzt früher oder später der EMP kommt. Das heißt, früher oder später muss ich mal irgendwas machen. Jetzt wollte ich hier mit dem Feuer, ne, wenn der mich jetzt flambiert, dass das Feuer diesen Marksman hier röstet. Und der war auch so nett. Ich glaube, ich habe das schon mal benutzt. Von da müsst ihr den Trick eigentlich kennen. Oder wie ist die Sohn erst gekauft? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall, dass der jetzt hier nicht unterm Schild steht, könnte heißen, dass der jetzt geröstet wird, der Level 4 Marksman. Und das ist natürlich eine Schlüsseleinheit für ihn. So, jetzt kommen bei mir die Fangs. Ist die Frage, ob sich das jetzt wirklich lohnt, mit den Fangs die zu holen. Einfach weil, da sind ja diese epischen Flammenwerfer auf dem Feld. Also, normal würde ich sagen, die lohnen sich, aber gegen diesen epischen Flammenwerfer-Spam als Feuersupport hier, um Kleinvieh zu holen. Ich weiß nicht, ob sich das wirklich gelohnt hat. So, alles doof und er dreht mal gerade, danke, und tot. Oder er röstet sich jetzt. Also ich weiß nicht, mit den Fangs ist immer nice, nochmal einen Schuss zu haben, gerade wenn dann irgendwie eine überraschende Luftwaffe kommt. Ne? Die Panzer habe ich auch noch nicht verkauft, obwohl ich einen Verkaufsknopf habe. Also ich weiß nicht, ne? Null Schaden. Also ich weiß es nicht, was ich da gemacht habe. Also wenn der halt so stationär steht, kann man davon ausgehen, dass er auch so bleibt und es ausbaut. Ich hätte jetzt schon Artillery holen müssen. Ich glaube schon, dass das alternativlos war mein Lieblingswort. Und die Fangs gar keine Daseinsberechtigung hatten. Also das war sicher mentaler Aussetzer die Runde. Und entsprechend hart war das auch bestraft worden. Speed, ne, ist immer ganz gut für die Dicken. So, jetzt habe ich Schild ausgegeben für alle. Ich hatte, also, ne, wie gesagt, die Beria ist natürlich jetzt Käse, keine Frage, weil das ja nicht stackt, aber. Man muss es halt auch mal so sagen, dass die, wo ich glaube, dass das Stärkste von dem geht immer, ne? Das jetzt stärker, deswegen tut das, glaube ich, gegen das wirken, hoffe ich. Weiß ich nicht mehr genau, was die Regel dafür war. Man hätte auch sagen können, ich verkaufe den einfach, wenn Rekrutierungsslots da sind, ne? Und tu das Schild auf dem anderen geben, aber ich habe ja keine anderen Giants, die wo sinnvoll ist. Das habe ich jetzt auch ein bisschen geärgert mit dem Schild, aber so ist das halt eben. Ich dachte halt gegen die Flammenwerfer, was machst du jetzt gegen den Level 3 Vulken, der so eine Kanone hat, ne? Ich dachte, Schilde sind gut dagegen. Dachte ich.
Mal sehen. Ja, Artillerie, ne? Um die Reichweite und den epischen Schaden auszustellen. Also wenn das beides zusammen aus ist, dann sind nur noch ein Level 3 Vulken, ja? Jetzt kommt auch bei ihm EMP-Schuss. Hier ist EMP Artillerie, was hätte letzte Runde schon kommen müssen, das Verkaufen schon vor 5 Runden kommen müssten. Also alles völlig vernachlässigt. Biegen. Ich wollte mal gucken, ob ich da reinlaufen kann, aber die bleiben an denen hier mal hängen. Die müsste man vorher wegräumen. Ist auch für die Artillerie tatsächlich ganz nice, wenn die das machen. Die Arclights stehen auch zu weit hinten. Ich weiß noch nicht, warum ich die da hingestellt habe. Die hätten auch locker mit den Arclights laufen können, dass sie ein ganzes Stück weiter hinten stehen. Das sind wirklich alles komische Moves gewesen heute. Nächste Runde könnte man jetzt Raketenabwehr erwarten vom Gegner. Jetzt hat er halt diese M-Schüsse, ne, weswegen meine Dinger hier, ne, die würden so als One-Shotten, da keine Schüsse rauskommen. Ist natürlich sehr unangenehm, muss man sagen, ne? So, jetzt der Dude aus. Ja, aber ist natürlich ein bisschen spät wahrscheinlich. Hat schon 130.000 Schaden gemacht, aber sie platzen durch die Artillerie. 16.000 Schaden? Nicht sicher, wer den Schaden gemacht hat an dem. Die Artillerie war es dann doch nicht. Kriegen wir den? Zumindest deaktiviert. Ja, aber meine Aufstellung ist Käse, ne? Also die Arclights stehen viel zu weit hinten. Eigentlich müssten die Fortress bei den Arclights stehen, damit das einen größeren Sinn macht. Und man sieht ja die Effekte, das ist ja wirklich unangenehm. Ich gebe dem Gegner einfach ein paar Schüsse mehr, als er haben müsste. Also es gab keinen Grund, den da hinzustellen, gab es keinen Vorteil für. So, jetzt kommt die Battleship-Geschichte. Mir war eigentlich fast zu 100% klar, dass der Gegner jetzt ein Battleship aufstellen wird, ne? Einfach um von hinten zu snipen. Ist eigentlich so sicher wie das Amen der Kirche. Ja, die ganzen Spawns, das machen alle Top-Spieler so. Ich konnte das nicht machen, weil egal wo ich den hinstelle, das Battleship, das wäre weggeschossen worden. Ich habe übrigens die Runde zu wenig Zeit. Ich stelle ja gleich ein Schild, weil. Oh Scheiße, ich habe noch eine halbe Sekunde. Klick! Ja, da war da ein bisschen Chaos. Ich habe zwischendurch überlegt, ob ich das Headquarter ausgeben soll, was jetzt 20.000 bringt für 100. Aber für 100 kriegt ihr ein Schild, was 40.000 bringt. Und da habe ich ihn dagegen entschieden. Ich habe mir schon gedacht, dass das jetzt letzte Runde sein könnte. Und dann ist das Schild besser. Also er macht halt einen harten Drop hier vorne, ne, um da durchzugehen auf das Headquarter. Und da steht halt auch nicht viel, muss man sagen, ne? Der eine Feng, das ist ja ein bisschen viel für den armen Feng. Ich weiß nicht, wo er spawnt. Da könnte überall eine Backline sein. So, ich wollte jetzt hier mal mit dem Beacon das versuchen. Zwei gekauft. Hier, das bedeutet, dass er den Fausthandschuh nicht ausmachen kann. Das Item war gerade ein Angebot. Und ich wollte mit dem Beacon da reinsteuern. Und wenn er dann hier vorne Schaden nimmt, dann irgendwas, der hier anschießt, trifft dann auch das Headquarter. Also, wenn ich den anschieße mit dem Handschuh, ne, weil ich zu viel Schaden mit dem Marksman kriege, dann ist das Headquarter explodiert das mit wegen Flächenschaden. Also, ich wollte mit dem wirklich an das Headquarter ran. Ne? Einfach nur, dass, wenn er den Fausthandschuh rausgibt, das weh tut. Der gehört, glaube ich, nicht mehr, der Crawler da vorne. Ja, Schilde hier drum. Ich wusste nicht, von welcher Seite er kommt und wollte den Fangs halt Zeit geben, dass sie das dann töten, wenn was kommt. Perfekt ist das sicher nicht. Und ich hätte auch dann, ne, statt hier gleich ein Schild zu setzen, random hier eins setzen können. So, Artillerie nochmal aufgelevelt. Ja, einfach mal gesetzt. Ich hatte keine Zeit mehr. 100 Punkte weggeschmissen. Das wäre natürlich episch gewesen, das woanders zu haben. So, jetzt hier ganz viele Baustellen. Kleinvieh wegräumen. Da kommt jetzt der Spawn. Und jetzt habe ich hier natürlich eine Reihe Fangs und tot. Ja, Schild auch nicht sauber gesetzt. Das waren alle Zeitprobleme. Gott sei Dank kann der noch aushelfen hier. Und hier oben versuchen wir jetzt durchzukommen. Wie gesagt, der kann den Fausthandschuh nicht deaktiviert bekommen wegen dem Item. Das ist wirklich ganz nice. Jetzt kann man nur hoffen, dass der halt in die richtige Richtung schießt. Er hat hier epische Reichweite. So, hier vorne der ist jetzt gegen zwei Fangs am Arbeiten, die Level 2 sind. Also den kriegen wir tatsächlich mit den Fangs. Das hat sich gelohnt. Zack, tot. Das hat geklappt. Ansonsten die Handschuhe alle aus, ne? Nur der eine ist an. Der hier. Bam! Ja, und Headquarter erwischt. Und dann ist alles gleichzeitig geplatzt. Und damit war es das dann. Aber der Flammenwerfer, der hat epischen Schaden gemacht. Wir können uns mal die Zahlen von ihm angucken. Also ich habe es ja wirklich seit der Beta nicht mehr gesehen, dass das einer versucht. Aber ne, da fast 1 Million Schaden, also 760.000 Schaden. Da kann man da alles rösten gehen. Aber ich würde immer noch darauf sagen, dass diese Geschichten mit den Fortress, dass die sehr kosteneffizient sind. Ne? Das ist einfach so, würde ich mal behaupten. Ob der Handschuh sich jetzt lohnt, also bis der Gegner M bringt, lohnt sich der Handschuh schon. Und der kostet halt 250, während die meisten Upgrades, die er hier vergibt, 300 kosten. Was bedeutet, wenn er EMP vergibt und ich vergib den Handschuh und danach vergibt er Reichweite und ich vergib dann Schild, dann habe ich am Schluss trotzdem weniger ausgegeben als er, ne? Und manchmal funktioniert der Handschuh ja dann auch. Und wenn man viele von denen hat, kriegt ja nicht jeder ein EMP ab, ne? Das kommt auch noch hinzu. Also von daher bin ich immer noch ein Freund, die EMP-Dinger auszugeben und dann am Schluss die Schilde vielleicht dazu zu packen.
Da habe ich ganz gute Erfahrungen mitgemacht. Ja, epischer Flammenwerfer bei der Arbeit. Ich bin weg für heute. Ciao, ciao.